Eine der größten Wirtschaftskrisen der jüngeren Geschichte fand ihren Ausgangspunkt in einer hierzulande zumindest vergleichsweise unbekannten Investmentbank. Lehman Brothers steht mittlerweile als Symbol für eine Finanzkrise, die uns teilweise bis heute belastet. Weshalb eigentlich? Denn eigentlich, wenn man sich die nackten Fakten ansieht, geht es uns doch richtig gut. Die Staatskasse ist prall gefüllt, wir haben ein Beschäftigungsniveau auf Rekordniveau und schlussendlich sind auch die Löhne und die Renten in den vergangenen Jahren teilweise beträchtlich angestiegen. Also eigentlich kein Grund zur Sorge und doch gibt es mittlerweile wieder die ersten Mahner, die vor einer erneuten Finanzkrise warnen, einer Krise, die vielleicht noch schlimmer ist als alles bisher Dagewesene. Das müssen und wollen wir uns natürlich etwas näher ansehen. Das Ganze tun wir heute mit Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Herr Bloss, die Aussagen beziehen sich auf Thomas Mayer. Er ist ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Er warnt in der Welt vor dem Ausbruch einer neuen Krise, einer Krise, die möglicherweise noch schlimmer als die jüngste ist. Angesichts der eben bereits erwähnten Fakten verwundert diese Einschätzung ein wenig. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass das alles so weiterläuft und dass wir uns auf diesem Niveau weiter befinden werden, dann schon ein bisschen. Aber er spricht da schon das Richtige an. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel und irgendwann geht's auch mal wieder nach unten. Und irgendwann haben sie so einen Saturierungseffekt in ganz vielen Themen. Ja, da haben sie dann natürlich so eine maximale Auslastung in der Industrie. Sie haben eine maximale Auslastung auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben eigentlich fast keine Arbeitslosenquote. Ja, und dann ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, wir befinden uns in der Wirtschaft ja immer in Zyklen, ja. Und diese Wirtschaftszyklen gehen immer einen gewissen Zeitraum und im Augenblick geht ja schon etwas länger, als ein normaler Zyklus normalerweise für Deutschland oder Europa gehen würde, geschuldet der Tatsache, dass man natürlich nach Lehman Brothers und nach der ganz verheerenden Finanzkrise sehr viele Instrumente gezogen hat, die das Thema jetzt verlängern. Aber irgendwann ist natürlich dieser Peak erreicht und dann kommt der Downtrend und auf das spricht der Kollege an und da hat er schon recht, das kann deutlich schlimmer werden als die letzte, weil ja viel mehr Geld im Markt ist. Aber ein Wirtschaftszyklus ist das eine, dieser neigt sich naturgemäß irgendwann immer seinem Ende zu. Eine Krise ist jedoch was ganz anderes, oder? Das stimmt. Also wir verbinden natürlich ganz oft mit Abschwung und mit Konsolidierung gleich dieses furchtbare Wort Krise. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir standen auch mal hier, da ging der Markt mal ein bisschen nach unten und alle Zeitungen haben geschrien, Krise, Krise. Und wir haben gesagt, da ist ja keine Krise da, das hat sich mal ein bisschen konsolidiert. Das muss man natürlich schon trennen, das ist schon auch korrekt. Aber es kann natürlich von so einem Downtrend, von so einer Abkühlung, kann eine Krise entstehen und zwar immer dann, wenn der Rest auf tönernen Füßen steht. Also wenn man sonst im Fundament nicht gesichert und gefestigt ist, dann kann so ein Abschwung dementsprechend Krisenszenarien auslösen. Muss nicht, kann. So, jetzt kommt die große Frage, stehen wir im Augenblick wirklich fundamental bombenfest oder stehen wir eigentlich, naja, sagen wir mal, schön renoviert, aber mit sehr, sehr marodem Kellergeschoss da. Mayer stützt in der Welt seine These auf eine Grafik, die wir auch gleich hier im Vollbild sehen werden. Und er führt die steigende Vermögensentwicklung vieler US-Bürger an, die im Gegensatz zur Wirtschaftsentwicklung steht. Also man hat sich hier deutlich entkoppelt. Der eine oder andere Kritiker Mayer sagt, das ist doch eigentlich völlig normal. Es ist am Ende auch völlig gesund. Viele Menschen sorgen jetzt einfach eben besser vor, weil sie sich nicht mehr auf den Staat verlassen und sorgen beispielsweise fürs Alter vor. Das ist alles in Ordnung, Gott sei Dank machen sie das auch und sollen sie weitermachen. Ja? Man muss aber eines sehen, wachsen Vermögenswerte schneller denn reale Wirtschaftsleistung, ist die Frage, was ist der Vermögenswert wert? Also wir haben ja dieses Thema Preis und Wert, das ist ja etwas, was auch oft im vor allem im Deutschen immer als gleich verwendet wird. Das ist aber falsch. Alles hat seinen Preis und manches hat, auch wenn man einen Preis dafür bezahlt, einen Wert. Und der Wert ist aber das, was im Prinzip die Rückdeckung darstellt. Jetzt gehe ich mal weg von diesem Thema Industrie und sowas und gehe mal hin zu einer Volkswirtschaft. Was ist der Wert einer Volkswirtschaft? Der Wert einer Volkswirtschaft ist das, was sie im Prinzip zum Schluss produziert, verkauft und dadurch Geld in Umsatz bringt und in Umlauf bringt. Das ist mal ganz vereinfacht dargestellt. Wenn wir also heute hergehen und sagen, die Volkswirtschaft erwirtschaftet kein Bruttoinlandsprodukt mehr, was ist die Volkswirtschaft dann wert? Weniger oder mehr als letztes Jahr? Natürlich weniger. So, und wenn ich jetzt einen sehr hohen Geldwert da habe, dann habe ich zwar viel Geld rumliegen, aber ist es das wirklich wert oder nicht? Also das ist so eine Diskussion, die aufkommt und wir haben natürlich eine Entkopplung gesehen. Wir haben eine deutliche Entkopplung gesehen, dass die Industrie und die Produktion und auch die teilweise Nachfrage zwar angezogen hat, aber gar nicht in diesem Maße, wie die Geldwerte gestiegen sind. Und jetzt
gibt es eine ganz tolle Sache, wie man Geldwerte wieder auf das Niveau zurückbringt, dass sie wieder im Gleichgewicht der Wirtschaftsleistung stehen. Das nennt man hinläufig einen Börsencrash. Ja, es muss ja jetzt nicht immer alles so dramatisch klingen, aber es geht dann halt einfach die Bewertung runter. Ja? Weil wer sagt denn, dass eine Aktie 2000 Dollar wert ist? Also, sie wird so gepreist aktuell, aber der innere Wert kann ja bloß bei 1500 liegen. Dann wird sie sich in langer Sicht auch bei diesen 1500 dann einpendeln. Ja? Worauf ist diese Entkopplung aus Ihrer Sicht zurückzuführen? Liegt das allein tatsächlich an den Notenbanken, an der Geldflut, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben? Und zweite daran anschließende Frage, führt diese Entkopplung am Ende vielleicht auch tatsächlich zu Fehlallokation? Ich fange mit der ersten an, weil die zweite ist echt spannend. Das kommt ganz einfach daher, wenn Sie für ein Rentenpapier früher 2-3% bekommen haben, dann haben Sie da gerne mal sicher investiert, haben die 2% mitgenommen und gut was. Dann haben Sie ein ganz kleines Step nach oben gehabt. Jetzt gibt es diese 2% Rentenpapiere so nicht mehr. Also ist man hergegangen, hat gesagt, dann investiere ich risikobereiter. Ja? Ich kaufe Aktien, ich kaufe Emerging Markets, was es alles gibt. Jetzt liefen die letzten Jahre auch noch gut und man hat mehr erwirtschaftet. Das heißt, der Berg ist einfach größer geworden. Ja, jetzt muss man aber sehen, ist mit Risikoprämie größer geworden. Also schwierig. Jetzt kommen wir zu dem Thema Fehlallokation. Natürlich, es wird immer, wenn viel da ist, viel fehlallokiert. Wenn Sie sehr, sehr stark rechnen müssen, dann denken Sie genau darüber nach, was kaufe ich nicht, leisten wir uns das nicht, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Wenn Sie das nicht machen müssen, weil das Geld einfach da ist, kaufen Sie auch gelinde gesagt mal Schwachsinn und sagen, hey, ist ja egal, morgen kommt ja das Geld sowieso zurück. Nur das eine ist das Gefährliche, an dem Tag, wo das Geld nicht zurückkommt, weil man eben keine Revenues aus anderen Quellen hat, dann fehlt einem das. Und das ist eine klassische Fehlallokation und die ist übrigens auch gesund, das gehört dazu, das ist nämlich Wirtschaft. Die Wirtschaft ist im Prinzip nichts anderes als das Hangeln von Blase zu Blase mit schönen Zwischenabschnitten. Ja? Das ist das, was wir eigentlich Ökonomie und Wirtschaft nennen. Das habe ich in der Form so auch noch nie gehört, aber damit wären wir auch schon bei der Gretchenfrage. Haben denn wir, der Staat, die Notenbanken tatsächlich die richtigen Lehren aus der jüngsten Krise gezogen, zumindest an den Finanzmärkten, muss man ja sagen, diese wurden doch in den vergangenen Jahren sehr, sehr streng reguliert. Also man muss das trennen. Zum einen, ob wir die richtigen Lehren gezogen haben, das werden wir in der Geschichte irgendwann sehen. Dafür ist der Zeitraum zu klein, dafür sind 10 Jahre nichts. Ja? Da werden wir wahrscheinlich in 15, 20 Jahren draufschauen, nach der nächsten Krise, um dann zu sehen, hat man die katalysiert durch das, was wir getan haben im Vorfeld oder war das gar nicht so dramatisch. Die Bankenregulierung ist ein Problem, ein zunehmendes Problem, weil wir sehen ein Auseinanderdriften der Finanzmärkte. Wir haben den angloamerikanischen Bankenmarkt, der eine ganz andere Regulierung erfahren hat als der europäische und deutsche Bankenmarkt speziell. Und wir merken eigentlich, dass vor allem der deutsche Bankenmarkt sich da unheimlich schwer damit tut und gelinde gesagt auch dann natürlich Schwierigkeiten hat, da Revenues zu erwirtschaften und Geld zu verdienen. Das sieht man ja auch, wenn man aktuell die Bankendiskussion, die auch in den Medien geführt wird, dementsprechend sich anschaut. Das ist natürlich schon ein Thema. Regulatorik ist ein sehr wichtiges Thema, aber man kann die Regulatorik natürlich auch in verschiedene Felder, sagen wir mal, etwas schlecht allokieren. Und das ist natürlich der Punkt, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wie weit sich das dann dementsprechend auch auswirkt, auch realwirtschaftlich auswirkt. Dann lassen wir die Geschäftsbanken mal außen vor, schauen uns die Notenbanken etwas näher an. Diese standen in der Vergangenheit, auch heute erst EZB-Sitzung, immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Es wird ihnen vorgeworfen, Feuer mit Feuer bekämpft zu haben, also Schulden mit noch mehr Schulden. Aber mal andersherum gefragt, was wäre denn vor 10 Jahren tatsächlich die Alternative gewesen, anders zu dem Weg, den man eingeschlagen hat? Es wäre der Big Bang gewesen wahrscheinlich, gell? Hätte es halt einen Riesenschlag getan. Und ich weiß nicht, ob wir zwei dann heute hier so stehen mit Licht an und allem. Also die Sonne geht trotzdem nur auf. Aber die Frage ist halt, ob dann jemand das alles so weiter finanzieren kann und weiterlaufen lassen kann. Also das hätte wahrscheinlich ein großes Drama gegeben. Und ganz ehrlich, man kann ja an den Notenbanken viel rumkritisieren. Und man kann auch sagen, die EZB hat jetzt zu lange gewartet, bis sie mal einen Zinsschritt oder eine Veränderung der Zinspolitik dementsprechend sich überlegt hat. Das ist alles in Ordnung. Das ist eine Sachdiskussion. Aber man muss sich auf den Stuhl eines Zentralbankchefs setzen, vor dem
wirklich sich bergeweiß Probleme türmen und der jetzt in diesem Augenblick und nicht in der Retrospektive 10 Jahre später eine Entscheidung treffen muss. Und dann ist es einfach so, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt halt, wir machen das jetzt so und wir müssen es irgendwann adjustieren. Und das haben die Zentralbanken gemacht und ich glaube auch ganz gut gemacht. Also man darf da nicht zu viel Negatives reininterpretieren. Es ist eigentlich immer eine Frage, wie schnell mache ich das? Meiner Ansicht nach hätte die EZB auch schon früher reagieren müssen und die Zinswende einleiten. Weil ich ein anderes Problem sehe. Irgendwann kriegen wir Abkühlungstendenzen in der Eurozone. Dann würde man normalerweise mit Zinsschritten antworten. Wenn ich aber extra ultra niedrig bin, kann ich da nicht antworten, muss ich wieder Alternativideen bauen. Also das nimmt einfach aus dem Instrumentarienkasten so arg viel raus. Aber sei es wie es will, der Punkt ist der, eine Zentralbanksteuerung, da stellt man sich immer so einfach vor, so nach dem Motto Zinsen hoch, dämpfen, Zinsen runter und wir schieben es an. Das ist aber alles eher so mit Nachlaufen und mit, da muss man gucken, wie weit geht es und wie tief geht es und überholt eigentlich irgendein Korrelationsfaktor dann wieder. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, die Zentralbanken haben gut reagiert, auch aus gewissen Lehren heraus gut reagiert. Ich befürchte, hätten sie das so nicht gemacht, hätten wir ein großes Bankensterben gesehen. Das hätte eine Verarmung auch von vielen, vielen Menschen mit sich gebracht. Also da wären wir dann eher in diese Sozialproblematik gefallen, wo dann zum Schluss wieder Staaten gebraucht worden wären, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir staatlich da eingreifen. Also von dem her war das, glaube ich, von der Zentralbank her gut gemacht. Aber man muss schon eines sagen, es dauert halt auch alles ein bisschen länger. Was die Notenbanken auf jeden Fall getan haben, sie haben den Staaten Zeit gekauft. Schauen wir uns also die Staaten an, ob diese Zeit auch tatsächlich genutzt haben. Fangen wir mit dem deutschen Staat an, eingangs bereits erwähnt. Beschäftigungsniveau auf Rekordniveau, Sozialausgaben gestiegen, Löhne, Rente, alles scheint soweit in Ordnung. Faktisch sieht es auch tatsächlich richtig, richtig gut aus. Andererseits explodieren vor allem in Großstädten die Immobilienpreise. Die schwarze Null führen Kritiker eben auf die sinkenden Refinanzierungskosten zurück. Die Sozialausgaben liegen mittlerweile auch wieder über der Wirtschaftsleistung. Faktisch betrachtet kann das auf Dauer, dafür muss ich kein Professor sein, nicht gut gehen. Das stimmt. Da haben Sie recht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Sie fragen, was ist die Dauer? Also der Punkt ist einfach hier. Das geht immer eine gewisse Periode gut. Und dann kommt so eine Sollbruchstelle. Die bricht meistens dann, wenn sie nicht soll, wenn sie nämlich nicht gebraucht werden kann, weil irgendwas drumherum zum Brechen führt. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand dann in so einem Volkswirtschaftskasten sitzt und auf den Knopf drückt und sagt, jetzt machen wir Krise. Ja? Sondern es kommen ja ganz viele Faktoren zusammen, die dann zu einem solchen Szenario führen. Und meistens sind das externe Einflüsse. Das können wirtschaftliche Einflüsse sein, das können soziale Einflüsse sein, das können politische Einflüsse sein. So ein paar mehr. So, und wenn diese dann zum Tragen kommen, dann merkt man auch, dann wird es sehr schnell sehr schwierig und dann muss man Antworten finden. Und dann ist jetzt wieder die Politik gefragt, um den Handlungsrahmen vorzugeben, die Wirtschaft gefragt, um da mitzuarbeiten und die Zentralbank gefragt, um das ganze Thema auch zu unterstützen. Natürlich könnte man sagen, naja, wir müssten eigentlich noch viel, viel weiter stehen. Aber das liegt in der Natur der Dinge. Sie gehen natürlich Krisenthemen immer nur so lange an, solange die Krise auch präsent ist und sie den Menschen auch verkaufen können. Ja? Weil wenn sie heute hergehen und sagen, wir sparen jetzt hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, dann haben sie ganz schnell irgendwo auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Weil alle sagen, wieso, es läuft doch alles über. Ja? Guckt euch doch mal an, die Krankenkassen produzieren Überschüsse, in der Rentenkasse sieht es im Augenblick gut aus, man spricht über Rentengarantien, die verlängert werden können. Und lauter so Themen, das muss natürlich auch verkaufbar sein. Schlussendlich natürlich noch die Frage aller Fragen. Stehen wir unmittelbar vor dem Abgrund? Stehen wir noch weit weg vom Abgrund? Haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, eine Brücke über diesen Abgrund zu bauen? Wie sehen Sie die ganze Geschichte? Ja, wissen Sie, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, würde ich reingucken, würde ich Ihnen sagen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir wissen das nicht. Das sind Faktoren, die auf so ein Krisenszenario einwirken, die so reingeschaltet sind. Also hat man kein einfachen Auslöser, sondern etwas löst etwas aus, zieht einen Korrelationsfaktor, Autokorrelation mit sich und dann rollt dieses Thema los. Ich meine, Lehman Brothers, Sie haben es vorher angesprochen, außer die Insider in Deutschland und vielleicht noch ein paar sehr, sehr kapitalmarktaffine Menschen, kannte diese Investmentbank Lehman Brothers in der Breite eigentlich niemand. Dass die solche Auslösungen und solche Auswirkungen dann nachher hat, das hätte sich wahrscheinlich auch keiner vorstellen können. Aber jetzt
muss man auch etwas anderes sehen. Die Geschichte hat uns gezeigt, es gab das auch schon früher, dass schon ein oder andere Hedgefonds mal umgefallen, wo Auswirkungen hatte. Man hatte Auswirkungen mit Emerging Markets davor auch schon. Ich erinnere an Russland, die Russland-Krise, an das Thema Argentinien. Also auch hier hatten wir Faktoren, die gewirkt haben. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir schon drüber rausstehen, ja, weil dafür geht es alles doch noch sehr, sehr smooth und sehr, sehr gut. Aber ich glaube einfach, wir müssen uns Gedanken machen, wie geht es weiter? Wir müssen eines haben, das ist auch eine gewisse Demut vor dem, was wieder kommen kann, weil diese Finanzkrise 33, die hat von uns keiner erlebt. Die kennen wir aus den Geschichtsbüchern, aus den Vorlesungen. Die 2008, die haben wir miterlebt, die haben wir auch noch im Hinterkopf. Und diese 10 Jahre, das ist ja eigentlich nichts. Die sind ja relativ gut vorübergegangen für alle. Und wenn jetzt halt dementsprechend wieder so ein Thema kommt, werden wir auch tiefere Einschlüsse haben, weil einfach mehr Geld da ist, weil einfach auch mehr Geld kaputt gehen kann und vielleicht auch muss, Fragezeichen, weil man diese Überliquidität wieder aus dem Markt rauszieht. Und dann müssen wir uns einfach wieder warm anziehen. Dann geht es auf dem Karussell halt nicht nur hoch, sondern auch wieder kräftig runter auf der Achterbahn. Wann das kommt, Herr Zuleck, wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen verraten. Ja, dann hätten wir zwei allerdings auch ausgesorgt für den Rest unseres Lebens. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, dass besonnene Menschen mit sehr viel Sachverstand, wenig Emotionen und guten Konzepten dann die Entscheidungen treffen, damit wir gut durchkommen. Wir wissen es also nicht, das können wir festhalten. Was wir jedoch wissen, wir werden die Zuschauer natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Das war Michael Bloss, Finanzbuchautor und EEFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.